Mann, Alter, wieso müssen jetzt ausgerechnet alle Leute umkommen? Und ihr seht hier auch noch alle. Sollen sie sich freuen? Werden berühmt. Ja, toll, als ob Toni berühmt werden will. Blöde Flachzange hat sich auf Facebook mit meinem Mitbewohner angelegt. Okay, ich kenne nur beknackte Leute. Außer dich. Danke. Bitte, bitte. Was nehmen wir jetzt? Sehr gut nicht. D-Fix. Ich würde Kratzer, dann kannst du das auch machen bedeckt. Kratzer? Oder Metallklammer? Ich mach Kratzer. Bringt Metall was gegen Pflanzen? Ich könnte mir vorstellen, Gartenschere schneidet. Garten. Das macht natürlich jetzt nicht sehr viel Schaden. Auf einem Baum, da ja, bin stolz. Ja. Tumultwald. Immer noch. U3. Noch mehr Gummis. Warum geht man eigentlich einem Wald von oben nach unten? Fangen wir auf der Krone an und arbeiten uns nach unten oder what the fuck war das? Erdbeben? Ich glaube, das war ein Erdbeben. Da war ein Menki, hast du gewesen? Wieso kann Kratzer denn jetzt... Aufsetzer für... Simis Kratzer. Ist Simis Kratzer abgelaufen oder was? Ja. Hm. Bis? Ja, ja. Also Aquaknarre wird ziemlich geknackt. Können wir dann einsetzen bei den Menkis. Ist Unlicht stark im Kampf? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann also, sein. Sind solche Pokémon-Experten. Und du wolltest, dass ich das Spiel hier spiele. Wegen dir habe ich diesen Kanal aufgemacht. Wegen dir habe nur 103 Abonnenten was zu gucken. Ja. Beziehungsweise nicht. Was ist siehst das denn? Du, dieses Ding, das müssen wir einsammeln. Also, Mann. Wir können es einsammeln. Was ist das? Warum? Das ist ein Kothaufen. Nein, das ist kein Kothaufen, das nennt sich, pass auf. Kot, sag ich doch. Ach, Kastanie. Kastanie, da haben wir leider keinen Platz mehr, ist aber sehr sinnvoll, wenn wir die einsammeln. Ja, dann verfüttert die sechs Gummis da. Tauschen wir jetzt einfach, was brauchen wir denn nicht? Ich kann die ganzen Gummis jetzt mal den verfüttern lassen. Der könnte ja vorspulen, Leute, ohne Witz. So einfach geht das. Die weggeschmissen oder? Nein, das liegt da jetzt. Ich habe die Kastanie aufgehoben und dafür einen Plosivsamen hingelegt. Plosivsamen brauchst du sowieso kein Mensch. Eben. Machen keinen Schaden, der Gegner brennt sowieso nicht. Oh, guck mal. Menki. Hä? Was ist das? Was ist? Wir schlagen uns eigentlich nicht gern, aber... Wir regen uns ziemlich schnell auf, kapiert? Was uns richtig in Rage bringt. Nicht, wenn ihr irgendwelche Dummbeutel auftauchen. Dieser blöde Gesichtsausdruck. Oh, das macht mich richtig fertig. Ich sehe rot. Minky, Schlägerei. So eigenartig. Oh, guck mal, wie schwul die tanzen. Erstes Platz. Zweites Platz. Drittes Blatt. Tja, das war dann die Menki-Bande. Wie versprochen haben wir der Menki-Bande gezeigt, wo es lang geht. Ich hoffe, sie haben etwas daraus gelernt und geben jetzt Ruhe. Ähnlich wie Kanimani, nur ein bisschen passiver. Vielen Dank euch allen, wirklich. Ja, das war die Stimme. Super. Wing genau. Oh Mann, ich bin so laut. Gleich wird hier jemand klingeln, Alter, ist das peinlich, egal. Ja, wir sind voller Dankbarkeit. Ja. Das ist super. Voller Dankbarkeit, die blöden Säcke. Hier ist unser Dankeschön. Ich glaube, das hätten wir auch gerade noch so alleine hingekriegt. Das sieht man sogar gut. Er hält eine geschälte Kastanie zu belohnen. Geschälte Kastanie. Lass mich ran, wir müssen jetzt Kastanien schälen oder so. Das ist eine geschälte Kastanie. Hat er kein Geld oder so? Genau.
genau wie eine geschälte Kastanie. Wisst ihr, wir haben kein Geld. Wohin genau? Jetzt können wir euch zur Belohnung eine Kastanie geben. Ich hätte jetzt schon keine. Oh, irgendwie ist der süß. Ach komm, Sammy, sei nicht so. Nein, nein. Das ist schon in Ordnung. Geschälte Kastanien sind köstlich. Haben wir eine Kastanie gekriegt? Haben die Essen? Ich bin mir nicht so sicher. Damals besser als, nicht. Damals als Kind habe ich da mal Streichel so eingesteckt, und wenn ich mir Büchchen so kleine Hähnchen und Kätzchen Der guckt mich nicht so an. Egal. Verklagen. Das okay. Klagen wir alle mal. Du auch? Egal, wir schwenken ab. Wir. Was? Egal. Ich mag sie. Aber ich wünschte, wir hätten das Geld verdient. Oh, Sammy. Hey, ihr da. Oh nein, die Menki-Bande. Wohin genau? Sebo. Ja, Sebo LP. Schaut auf seinen Kanal vorbei. Ich weiß nicht mal, ob der noch LPs macht. Ist mir Wayne. Ich weiß noch nicht mal, ob ihr überhaupt seht, dass die Leute in Skype umkommen. Aber... wie auch immer. Diese blöden Affen. Sind sie uns gefolgt, um sich an uns zu rächen, rächen, wenn sich zu Rasaf entwickelt vielleicht. Ja, euch meine ich. Ihr hattet nur Glück, mit uns liegt man sich nicht an. Dieses Mal machen wir Kleinholz aus euch. Wir werden euch pulverisieren. Menki, auf sie mit Brüll. Okay, Glumanda. Kalimani sieht aus, als hätte er festen Stuhl. Hey, Kali, oh Mann. Hey, Augenblick mal, seht euch das an. Was hat der Angst vor Kastanien? Ja, ihr habt Angst vor Kastanien. Kastanie! Eine Kacker-Kastanie. Ach, eine Kacker-Kastanie. Ja, ich dachte, Kalimani hat geschissen. Es ist eine geschälte Kastanie. Was? Seid ihr bescheuert? Was flüstern die denn da? Sieht so aus, als würden sie über etwas diskutieren. Ach! Echt? So ein Ding. Wen genau? Nick, nick. Was soll das werden? Hört mal. Ihr habt da was wir wollen. Diese geschälte Kastanie da. Können wir die haben? Ja, also, wir lieben geschälte Kastanien. Wir lieben sie so sehr, dass wir ohne sie nicht leben können. Und warum besorgt ihr euch dann nicht selbst Kastanien? Boah, irgendwie kann jemand heute seine Tage, oder? Ja. Naja, Kastanien haben doch immer so pieksige Schalen, stimmt's? Naja. Ja, doch. Ja, gut. Ich fasse sie nicht freiwillig an. Wir versuchen sie zu schälen, pieksen wir uns. Und dann werden wir fuchsteufelswild. Ach, deswegen. Naja. Deswegen fragen wir, ob ihr uns die geschälte Kastanie gibt. Wir tun alles, was ihr wollt. Was meinst du zur Kaiko? Sollen wir der Menki Band unsere geschälte Kastanie... Jo, was sollen wir denn mit... Obwohl... Nein, es ist so... Was das... Es ist so dann beleidigt, wenn wir die weiter verschenken? Ich weiß es nicht mehr. Das ist so lange her. Gib den Säcken einfach die Kastanie. Ha, da fällt mir was ein. Hey Menki Bande, wie sieht es mit der wie sieht es mit körperlicher Arbeit aus? Wie körperliche Arbeit? Sowas wie Muskelarbeit? Wir haben Muskeln. Aber wir hassen Arbeit. Das ist eine gute Einstellung, Leute, wirklich. Bringt das mal weiter im Leben. Aber es ist ja für die geschälte Kastanie. Prima, dann hör zu. Wir wollen unsere Basis hier umbauen, damit sie beeindruckender als jetzt aussieht. Basis? Der Schuppen da? Genau. Ich spreche von unserer Kettchenbasis. Wenn ihr uns beim Umbau helft, geben wir euch diese geschälte Kastanie. Nun, was sagt ihr dazu? Ein recht schlechter Deal. Okay, wir helfen. Wirklich? Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Wie kommt Kanimani eigentlich auf die Idee, die Bretterbasis umzubauen? Hat der das mal erwähnt? Nö. Also wir kriegen jetzt eine neue... bringt das was irgendwie? Nee, sieht schicker aus.
dabei. Liebe unnütze Gimmicks. Und wirklich? Ihr werdet uns helfen? Ja, überlasst das uns. Wir tragen das Baumaterial her und modeln das Gebäude um. Da wird nicht lange gefackelt oder gefuchtelt. Im Gegenzug gebt ihr uns die geschälte Kastanie. Ja, so war der Plan. Ach du Scheiße. Ich auch. Ich hab auch mit. Ich spucke Seide, mit der wir alles zusammenhalten können. Ich kotze aufs Haus, dann hält das. Genau. Ich will auch helfen. Oh, genau. Magst du meine ISO-Stimme oder was? Ich find's klasse, mach weiter. Sie lacht sich hier kaputt. Ich hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil wir euch nur eine geschälte Kastanie geben konnten. Oh, genau, mir geht's genauso. Der heult doch gar nicht. Nee, der freut sich. Ich schreibe das in die Nase. Ich danke euch allen. Okay, packen wir's an. Okay. Gib ihr echt Schweinebacke. Okay. Schönes Teamfoto. Jo. Und so begannen die Umbauarbeiten an der Basis des Teams Gap Freaky von Tsukaiko. Einige Tage später. Nein, sie ist natürlich noch nicht fertig. Nicht, ich war gerade richtig enttäuscht. Gut. Gut. Ich dachte, die Bude muss ich jetzt beziehen. Wahnsinn, die sieht noch schäbiger aus als vorher. Wahnsinn, es geht sehr schnell mit unserer Basis voran. Ui, genau. Geht ihm aus dem Sack, Laser. Wir stehen an eurer Schuld. Ui, genau. Halt doch mal die Fresse. Ja. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben immer noch ganz viele schwierige Aufgaben, die wir erledigen müssen. Ui, genau. Yeah. Yeah. Und wir sind fast am Ziel, nicht wahr, Minky Bande? Wo sind die überhaupt? Was? Ja, das fragen wir uns alle. Da, da drüben. Jetzt sind die am Packen. Was ist los mit euch? Wir müssen weiterarbeiten. Keine Lust mehr. Was? Voll schockiert. Das ist so langweilig. Wie soll man das denn aushalten? Ja genau, das macht keinen Spaß mehr. Ein paar geschälte Kastanien könnten jetzt nicht schaden. Was ist denn los mit diesen Typen? Scheiß faule Säcker. Bei uns geht nichts mehr. Wir brauchen geschälte Kastanien zur Motivation. Tsukaiko, wir haben ein Problem. Die Menki-Bande will wohl erst dann weiterarbeiten, wenn wir ihnen eine weitere Kastanie geben. Wir müssen weitere geschälte Kastanien finden und der Menki-Bande geben. Ja. Warte mal, was unsere nächste Quest sein wird. Ja, bestimmt keine Kastanien schälen. Nicht schälen, nicht sammeln. Wer schält die dann, ist so. Wir sammeln die Geschälten, die sind bereits geschält, von wem auch immer. Ja gut, manchmal liegen auch offene Kastanien rum, hast du recht. Tja. Guten Morgen, Tsukaiko. Pep. Klonk. Wieso kann ich nicht weiter? Was ist im Weg? Der Ziegel, Schatz. Der war doch noch einen Meter entfernt. Das ist in der Meister-Dungeon. Der Meister-Dungeon fordert dich heraus. Irgendwo auf der Welt soll es einen extrem schwierigen Dungeon geben. Man betritt ihn allein, ohne Items und auf Level 1. Noch niemand hat diesen Dungeon je gemeistert. Er prüft nämlich nicht deine Macht, sondern deinen Verstand. Mhm. Kennst du den? Nein. Nicht? Nein. Ach, verdammt,